Nächster Redner ist der Personalvertreter der Wiener Polizei, Werner Herbert von der FPÖ. Danke, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Meine Vorredner haben mir inhaltlich sehr vieles vorweggenommen. In diesem zweiten Materiendatenschutzanpassungsgesetz ging es, wie schon im ersten Anpassungsgesetz, aber auch in der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung in heimisches Recht, nämlich in den Datenschutzgesetz, hauptsächlich oder überwiegend darum, das bis dato sehr hohe Datenschutzniveau, das wir hier in Österreich gehabt haben, zu erhalten und gleichzeitig überschießende Bestimmungen, die sich vielleicht aus der Datenschutzgrundverordnung, die ja EU-Recht direkt hier einwiegend in unsere heimische Rechtsordnung umzusetzen ist. Darüber, glaube ich, sind wir uns ja zweifelsfrei einig, dass hier überschießende Bestimmungen, sogenanntes Golden Plating, zu verhindern war. Ein Umstand, der uns, wie ich meine, sehr gut gelungen ist. Und es ist uns auch sehr gut gelungen, Kollege Bacher, da spreche ich Sie an, den Ansatz, den Sie gerade ausgeführt haben, nämlich die Menschen zu schützen und damit auch in Verbindung den Schutz ihrer persönlichen Daten sicherzustellen, hier umzusetzen. Es ist natürlich wie in allen Gesetzen, und da verstehe ich natürlich auch den Ansatz der Opposition, die hier natürlich immer sehr kritisch das beäugt, nicht immer alles so, dass man mit allen große Freude hat. Ja, da bin ich durchaus sehr authentisch. Diese Datenschutzgrundverordnung hat uns hier doch einige Neuigkeiten gebracht, wie wir sie vorher in diesem Ausmaß nicht kannten. Es wurde schon angesprochen, der hohe administrative und organisatorische Aufwand für die Firmen, aber auch für Vereine und Institutionen bei der zukünftigen Verarbeitung, Speicherung, Umgang mit Daten, insbesondere wenn es darum geht, sich die erforderlichen Berechtigungen, aber auch Vereinbarungen über den Umgang und die Weitergabe von Daten hier abzuschließen, wenn es eben darum geht, hier dieses rechtliche Spektrum hier abzudecken. Aber es schafft auch neue Begrifflichkeiten, die wir bis dato nicht gehabt haben und wo wir diese einfach in heimisches Recht übernehmen mussten, wo wir nicht genau wissen, wie das einen rechtlichen Fortgang haben wird. Das ist aber, und da kommen wir zum Punkt, nicht der Ansatz dieser Bundesregierung, hier die Dinge hier verändern zu können, weil das ist unmittelbares EU-Recht, das hier direkt und unmittelbar in die heimische Gesetzgebung einzufließen hat. Und so gesehen ist der Ansatz der Opposition, dass hier alles so schlecht, alles so negativ, die Rechte pauschal von Betroffenen ausgeschlossen werden oder auch ein zusätzlicher Schaden für die Bevölkerung hier droht, eigentlich nicht nachvollziehbar. Denn gerade Sie, Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ, hätten, und das wurde heute auch schon einmal angesprochen, zwei Jahre Zeit gehabt, Ihre Wünsche, Ihre Vorstellungen, all die guten Dinge, die Sie nun hier uns heute, 9 Tage vor dem Inkrafttreten dieses EU-Rechts, hier uns allen mitteilen. 2 Jahre hätten Sie Zeit gehabt, all das in das Positive umzukehren, wie Sie noch Regierungsverantwortung gehabt haben. Sich jetzt herauszustellen, quasi am Abend, wo der Faule fleißig wird, Sie herzukommen, die Bundesregierung zu kritisieren und nun auch zu erklären, was denn früher alles besser zu machen gewesen wäre, entbehrt nicht einer gewissen Ironie, einer Heiterkeit meinerseits und zeigt auch auf,
wie Ihr Rechtsverständnis wohl unter den Aspekt, nunmehr nicht mehr Regierungsverantwortung zu haben, sondern in der Opposition sitzen zu müssen, in dieser Zeit gelitten hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, es ist uns mit der Umsetzung dieser Datenschutzgrundverordnung, wo wir einen sehr beschränkten Spielraum gehabt haben, aber wo eben dieser Rahmen umzusetzen war, trotzdem gelungen, hohe Datenschutzstandards, wie wir sie gewohnt sind, weiter zu erhalten, überschießende Bestimmungen, die hier möglich gewesen wären, zu verhindern und schlussendlich den Schutz der Bevölkerung, wie schon erwähnt, aber natürlich auch der daraus resultierende Schutz der persönlichen Daten der Österreicherinnen und Österreicher hier sicherzustellen. Und ich glaube, dass sich nach einer kurzen Einspielphase wieder alles so gestalten wird, dass der durchschnittliche Österreicher sagen wird, jawohl, das ist ein gutes Gesetz. Dankeschön.